Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Gold Rush The Game. Und wir haben in der letzten Folge, wie man hier sieht, ein paar Arbeitslampen aufgestellt, um hier die Nacht zum Tag zu machen, damit wir das erste Mal nachts arbeiten können. Denn nichts ist unwirtschaftlicher als zu schlafen. Die Ausgaben laufen weiter, die Kreditraten müssen bezahlt werden und deswegen werden wir hier jetzt Nachtschichten einlegen. Damit vertrödeln wir keine kostbare Zeit mehr. Ja, also herzlich willkommen jetzt hier zur etwas verfrühten Nachtschicht. Wir haben es ja jetzt gerade kurz vor 21 Uhr. Also so richtig dunkel ist es ja noch nicht. Also man könnte noch ein bisschen sehen. Und ja, also mir fehlt jetzt noch ein bisschen Licht hier so drinne. Mal gucken. Ob wir die eine Lampe ein bisschen umpositionieren, damit wir hier mal ein bisschen ins Loch reingucken können. So, was ist, wenn wir die so hier hinstellen? Ja, die köppelt dann wieder so ein bisschen nach oben. Ja, wir müssen, glaube ich, noch eine dritte oder vierte Lampe holen, damit hier alles ausgeleuchtet ist. Aber das können wir ja noch optimieren, wenn wir nächstes Mal zum Schmied fahren. Dann können wir noch ein, zwei Lampen kaufen. Überhaupt kein Problem. Wir machen noch die Lampen vom Bagger an. Der hat ja auch noch eine kleine Leuchte. So. Dann wollen wir jetzt mal Geld verdienen jetzt hier, wo wir sonst immer schon beinahe schlafen gehen. So haben wir natürlich jetzt auch mehr Einnahmen am Tag, wenn wir jetzt auch die Nachtstunden effektiv arbeiten können. So, ja, wunderbar. Jetzt haben wir eine richtig schöne Kuhle. Da kann man jetzt richtig am Rand kratzen. So, und so langsam wird es dunkel. Jetzt können wir mal genau gucken, was die Lichter hier so für Helligkeit erzeugen. Jawoll! Das war doch mal eine schöne Schaufel. Ja, und schon ist der erste Eimer zur Hälfte voll.
Jawohl, also 40% schaffe ich jetzt schon fast immer. Das geht, man muss hier nur so am Rand kratzen, ohne dass da wieder irgendwie die Schaufel hier Sand verliert. Also eine gute Idee hier. Erstmal an einer Stelle ein schön tiefes Loch zu machen. Ups, jetzt haben wir hier ein bisschen daneben geschmissen. Ja, jetzt haben wir kaum noch was in die mobile Waschanlage bekommen. Ja, die war wieder gut. 40%. Ja, aber man merkt jetzt schon, wo es deutlich dunkler wird. Also zwei Lampen ist doch ein bisschen wenig. Also es reicht aus, um hier schon mal zu arbeiten. Man kann schon mal ein bisschen sehen. Könnte aber noch besser sein. Aber wir können ja noch optimieren. Ist ja kein Problem. Das ist ja jetzt die Premiere sozusagen. So, eine Schaufel geht noch. Dann ist der einmal voll. So, machen wir den Motor aus. Dann steigen wir aus, ohne dass wir jetzt hier den Abhang runterstürzen. Dann machen wir aus. So, dann stellen wir den hier hin. Ein Eimer steht noch vom letzten Mal hier. Hier haben wir noch einen dritten Eimer. Machen wir gleich weiter. Solange hier Wasser, Strom noch alles läuft, müssen wir hier nicht ständig hin und her laufen. Spart auch wieder Zeit. Und wir müssen mal gucken, wie viel Benzin haben wir eigentlich noch im Bagger. Ja, ein Viertel oder so noch. Müssen wir auch ein Auge drauf haben. Oh, die Schaufel war jetzt nicht ganz so toll, da ist er wieder irgendwo hängen geblieben. Aber, ja, knapp 30% immerhin noch. Ich bin jetzt schon fast komplett mit dem Arm ausgefahren. Fast. Irgendwann stoßen wir natürlich auch hier an unsere Grenzen. Irgendwann ist das Loch so tief, dann kommen wir mit dem Bagger da nicht mehr hin.
So. Jetzt haben wir gleich 23 Uhr. Eine Stunde noch bis zur Tagesabrechnung. Mal sehen, ob wir den Eimer bis dahin noch voll kriegen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir immer so brauchen. So Spielzeit, bis wir einen Eimer voll haben. Also aktuell schaffen wir jetzt immer so 2 Eimer pro Folge. Aber das bringt uns ja nichts. Wir wissen ja nicht, wie viel Zeit wir pro Folge hier verbringen. Sogar jetzt schon? Jetzt ist doch gerade mal 23 Uhr. Haben wir das auch schon wieder geändert? Okay, dann gucken wir doch mal. Also Arbeiter haben wir gerade nicht, weil wir ja kein Geld hatten. Der ist ja, ja von sich aus gekündigt. Dann haben wir dieses Mal fast 200, ja, ich weiß immer noch nicht, was für eine Einheit, Kubikmeter oder Kilo, Tonnen, wie auch immer, Sand abgetragen, 38 Unzen und jetzt steht hier die Provision, das haben sie jetzt mit dem nächsten oder den letzten Update, haben sie das jetzt mit reingemacht, da haben sich wohl viele beschwert und ungefähr das, was ich ja schon ausgerechnet hatte, fast ungefähr das gleiche wie die Rate. Und jetzt müssen wir gucken, ob das jetzt noch ausreicht. Ich glaube, wir hatten 27.000 Dollar. Das sollte gerade so ausreichen. Jawohl, 905 Dollar haben wir. Und Tatsache, um 23 Uhr ist jetzt die Abrechnung. Warum das jetzt auf 23 Uhr gesetzt wurde? Das war doch bisher immer Mitternacht. Ich weiß es nicht. Also ständig wird hier irgendwas geändert mit den irgendwelchen Updates. Da kann man wirklich nicht vorausplanen. Wenn wir uns jetzt darauf verlassen hätten, dass um Mitternacht die Abrechnung ist, weil wir hier noch schnell irgendwie Gold verkaufen wollen oder so, dann wären wir jetzt schon wieder die ganzen Pläne über den Haufen geworfen werden dann jetzt. Nur weil die hier ständig irgendwas ändern. Also ich weiß auch nicht, was das immer soll. Aber wollen wir uns mal nicht darüber aufregen. Die haben ja zumindest jetzt eingebaut, wie viel Provision man bezahlt. Und das... Jetzt wissen wir wenigstens, wie viel wir bezahlen müssen. Und nicht immer so aus dem Kopf rechnen. Ja, wir hatten noch so und so Dollar. Also sie versuchen also immer wieder das Spiel zu verbessern. Also die sind noch nicht so von wegen, wir kümmern uns nicht mehr um das Spiel. Und schließlich wollen sie ja im Januar immer noch das DLC rausbringen. Und so, warum wird das jetzt hier eigentlich... ja, genau. Mit den neuen Maschinen. Also noch kommen Neuerungen dazu, allerdings als kostenpflichtiges DLC, das finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Was sich die Entwickler, in welche Richtung das hier überall geht. Jeder macht jetzt nur noch DLCs und versucht mit einem Spiel immer noch mehr Geld rauszuholen. Das Spiel wird günstig verkauft. Dann, wenn man dann 2, 3 DLCs über die Zeit kauft, dann hat man quasi nochmal so viel ausgegeben wie das ganze Spiel. Oder teilweise dann sogar noch mehr. Das ist aber nicht nur hier so, sondern die ganze Branche versucht ja Geld rauszuholen, wo es nur geht. Kann man natürlich verstehen. Spiele entwickeln ist natürlich teuer. Aber mit den ganzen versteckten Kosten oder den Zusatzelementen, die man natürlich dann gerne haben möchte und dann nochmal was ausgeben muss, was man sonst nicht gemacht hätte,
Das ist dann immer, ja, finde ich persönlich nicht so toll. Aber mal gucken, was das DLC dann nachher kosten wird. Vielleicht ist das ja nur, ja, ein paar Euro vielleicht. Vielleicht. Das sind ja nur ein paar neue Maschinen. Das Spiel selber bleibt ja eigentlich so. Vielleicht machen die nochmal einen neuen Claim oder so. Kann ja auch sein, dass sie dann noch einen dazu packen. Oder sonst irgendwas. Lassen wir uns mal überraschen. So, und das Loch hier ist schon richtig tief hier. Also, mal gucken, wie lange wir hier noch graben können, bis wir hier mit dem Bagger nirgends mehr ankommen. So. %89 Der Eimer voll. Wir können auf jeden Fall noch eine Schaufel, denke ich mal. So, da haben wir gerade noch ein bisschen Sand verloren. So, wir haben nur noch wenig Diesel im Tank. Jawohl. Wir müssen auch mal bald den Bagger hier mal auffüllen. So, machen wir mal aus und dann machen wir jetzt hier ein Clean-Out mit drei Eimern. Nehmen wir jetzt den wir zuletzt hatten, wo wir schon richtig tief jetzt gegraben haben. Gucken wir erstmal, was hier unsere... Oh, ist noch genug drin, ne? Also den Benzinverbrauch haben sie jetzt hier bei der Wasserpumpe und dem Stromgenerator wohl gesenkt. Ja, wunderbar. Dann machen wir jetzt erstmal Magnetit. So, während das Magnetit hier rausgeschöpft wird, holen wir den nächsten Eimer. Was mit den Lampen hier? Das ist richtig schön hell, zumindest hier, wo er direkt hinleuchtet. Nur eben da, wo man baggert, da kommt kaum Licht hin. Da brauchen wir also noch ein, zwei Lampen mehr, die wir so auf die anderen Seiten verteilen. Oh, immer fliegt der Eimer hier rum, ey. Das ist unglaublich. So, den stellen wir hier hin. Dann den leeren dahin. Dann der nächste. Ja, ganz schöne Laufwege hier. Wir hätten natürlich hier auch irgendwo baggern können, ein bisschen weiter vorne, aber ich habe gedacht, hier in der Mitte ist vielleicht ein bisschen mehr Gold. So, jetzt ist Mitternacht. Also noch viel dunkler wird es wohl jetzt nicht mehr. Dann gucken wir mal, drei Eimer, wie viel Gold werden wir jetzt finden? So, ein Wasserschlauch. So, leerer Eimer dahin. Ja, und jetzt hauen wir alle drei Eimer rein hier.
Den können wir schon mal zurückbringen. Ich weiß nicht, warum bleibt er hier immer hängen? Hier liegt doch nur ein ganz kleines Kabel. Das reicht aus, damit er hier hängen bleibt. So, das sieht wieder nicht so gut aus. Ja, wieder nur 7 und ein bisschen. Schade, dass das gerade immer so wenig ist. Wir haben mit 10 angefangen. Mit 10 Unzen pro Eimer. Jetzt nur noch 7. Oder 7,5 oder wie auch immer. Ja, wieder nur 7. Jetzt haben wir 14. Ah, ja. Das ist natürlich nicht so toll. So, letzter Eimer. Den bringen wir auch schon mal zurück. So, es wird auch schon wieder langsamer. Obwohl... Oh, jetzt haben wir knapp 24. Dann waren also 10 Unzen drin im letzten Eimer jetzt. Das war aber, glaube ich, der, den wir letzte Folge gemacht haben. Okay, schwankt also immer ein kleines bisschen da, wo wir gerade graben. Ja, machen wir mal alles aus und dann machen wir für diese Folge jetzt Feierabend. Ist ja schon ganz schön dunkel, nur eben da, wo wir arbeiten. Gut, jetzt ist dunkel, weil wir ausgemacht haben. Ja, gehen wir mal kurz zum Lagerfeuer, wärmen uns ein bisschen auf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und graben weiter. Natürlich in der Nachtschicht, wir wollen keine Zeit mehr verlieren hier. Wir brauchen Geld. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn du auch das Projekt weiter verfolgst. Vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.